Die Österreicher haben die Nase voll. Und zwar von nicht integrierbaren Einwanderer und Flüchtlingen. Das geht aus dem jüngsten, vom österreichischen Integrationsfonds veröffentlichten Integrationsbarometer hervor. 1000 Österreicher ab 16 Jahren waren vom Meinungsforscher Peter Hayek im Auftrag des Integrationsfonds im vergangenen Dezember befragt worden. Zwei Drittel bewerteten das Zusammenleben mit Zuwanderern bzw. Flüchtlingen als eher schlecht oder sehr schlecht. Das ist ein deutlicher Zuwachs gegenüber einer ähnlichen Befragung vom April 2022, als lediglich 47 bzw. 45% eine negative Einschätzung abgaben. 108.000 illegal eingewanderte Personen suchten 2022 um Asyl in Österreich an. Ein absoluter Rekordwert. Da kommen dann genau diese Dinge heraus, diese unglaubliche Zwangsbeglückung, ja, wo von oben herab den Leuten etwas draufgedruckt wird, was überhaupt niemand will. Ja. In Nacht- und Nebelaktionen schießen dann diese Quartiere wie die Schwammerl aus dem Boden. Ja, liebe Freunde, das ist doch ein Irrsinn. Wir werden von Leuten regiert, die es nicht gut mit euch meinen. Die Regierung hat versagt. Die Showpolitik der ÖVP trägt ihre traurigen Früchte. Zuerst versprechen sie euch das Blaue vom Himmel, strenge Asylpolitik, ihr könnt euch erinnern bei der ÖVP. Und nach der Wahl ist alles vergessen, liebe Freunde. Aber wir vergessen nichts. Wir vergessen nichts. Und bei der nächsten Wahl, dort gibt's die Quittung präsentiert für diesen Verrat. Das ist auch dringend notwendig, denn immer mehr Österreicher spüren die negativen und auch gefährlichen Auswirkungen der unkontrollierten Masseneinwanderung. Neben Kultur und Sprache identifizieren 57% der Befragten Gewaltbereitschaft und Kriminalität als zweitrelevanteste Herausforderung im alltäglichen Zusammenleben mit Einwanderern und Flüchtlingen. Im Spitzenfeld der Kriminalitätsstatistik sind stets Migranten aus Afghanistan, Syrien und dem Irak zu finden. Migrantenübergriffe stehen an der Tagesordnung. Frauen und Mädchen trauen sich in den Abendstunden oftmals schon gar nicht mehr aus dem Haus. Aber das war noch nicht alles. Zunehmend problematisch empfinden die Österreicher auch die Islamisierung unseres Landes. Jedem Dritten bereitet die Verbreitung des politischen Islams Sorge. Wie sehr der politische Islam bereits in Österreich verbreitet ist, zeigt sich auch anhand eines aktuellen Berichts der Wiener Wochenzeitung Falter. Laut diesem zwingt die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich, kurz IGGÖ, Lehrer zum Tragen eines Kopftuchs beim Unterricht. Frauen, die sich den islamischen Regeln nicht komplett unterwerfen möchten, werden von Vertretern der IGGÖ verunglimpft und eingeschüchtert. Ihnen wird so sehr zugesetzt, dass sie verzweifeln und weinen, bis sie nachgeben und sich das Kopftuch als Zeichen der Unterdrückung der Frau doch wieder überziehen. So etwas kann in einem Land wie Österreich nicht geduldet werden. Solche Islamistenvereine haben keinen Platz bei uns in Österreich. Fordert FPÖ-Wien-Obmann Dominik Knepp, der sich nun sogar ein Verbot der IGGÖ vorstellen kann. Die FPÖ warnt seit Jahren vor derartigen Entwicklungen und hat in Regierungsverantwortung bewiesen, dass es tatsächlich auch anders geht, wenn man will. Die Systemparteien hingegen bleiben untätig. Anstatt die illegale Zuwanderung und Islamisierung zu stoppen, wird sie sogar noch vorangetrieben. Weil es gibt nur mehr die Freiheitliche Partei, die da auf der Seite der Bevölkerung steht. Ja, Seite an Seite. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das ernst meine. Kämpfen wir mit euch und ich verspreche euch das so lange, bis wir einen Erfolg haben, bis das abgestellt ist und bis wir wieder Herren im eigenen Haus sind. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das mit einer Sturheit durchziehe. Da fürchten sie sich da draußen in Wien. Das könnt ihr mir glauben.